Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. One, two, three! Dieses Video ist, glaube ich, eines der meistgefragtesten Videos auf meinem Kanal. Und zwar werde ich euch jetzt meine Nagelroutine zeigen. Meine Nägel sehen gerade ziemlich schlimm aus, weil ich habe da noch Nagellack drauf. Den habe ich jetzt schon seit 3 Wochen oder so drauf. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich den halt so abmache und wie ich danach meine Nägel pflege. Und ich gebe euch auch noch ein paar Tipps, wie ihr eure Nägel lang wachsen lassen könnt, weil ich habe ja früher mal Nägel gekaut. Also ich hatte wirklich sehr, sehr kurze Nägel, die waren komplett kurz. Ich kann euch mal ein paar Fotos einblenden. Und heute sind meine Nägel ja schon relativ lang, würde ich sagen. Also ich habe die vor kurzem ja kürzer gemacht. Die waren mal noch länger. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich die halt so pflege, gebe euch ein paar Tipps und auch, wie man mit dem Nagelkauen aufhören kann, weil ich habe wirklich damals alles probiert und ich gebe euch also ein paar Tipps. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. So sehen meine Nägel gerade aus. Also hier ist der Nagellack schon komplett ab. Da auch und bei den anderen ist er schon ein bisschen rausgewachsen. Also es wird jetzt echt mal Zeit, dass ich den komplett abmache und ich zeige euch jetzt mal, was ich dafür benutze. Und zwar benutze ich dafür immer diesen Nagellackentferner hier. Der ist einfach von Ebelin und ich habe den bei DM gekauft und wirklich, ich habe schon so viele ausprobiert, aber mit dem geht es halt einfach am besten ab. Viel besser als mit diesen kleinen Pads, weil ich weiß nicht, das geht bei mir einfach viel schneller auch. Also ich mache den jetzt mal auf und ich werde jetzt mal anfangen, meinen Nagellack abzumachen. Also wie ihr seht, ich hatte ihn da nur ganz kurz drin und schon ist der komplette Nagellack ab. Das mache ich jetzt noch mit den ganzen anderen Fingern und ich melde mich dann wieder, wenn der komplett ab ist. So sehen meine Nägel jetzt aus. Ich habe den kompletten Nagellack abgemacht und die sehen jetzt noch nicht so schön aus, aber wir werden die jetzt erstmal in Form fallen, weil auf dieser Hand sind die irgendwie viel länger als auf der. Der hier ist nochmal abgebrochen, deshalb mal schauen. Ich falle die jetzt erstmal auf eine Länge und dann melde ich mich wieder. Ich benutze immer diesen Buffer hier, um meine Nägel zu feilen. Ich glaube, so nennt man es. Ich finde, der ist viel handlicher als so eine lange Nagelfeile und irgendwie kann ich mit dem viel besser umgehen und ich feile die jetzt einfach mal so ganz normal in Form. Also ich mache die ein bisschen kürzer einfach und feile so am Rand auch was weg. Und ich wollte noch sagen, ich habe keine besondere Feiltechnik. Ich mache das einfach so, wie ich es so richtig halte. Kann sein, dass es nicht so gut ist für die Nägel, aber ich mache das schon immer so und für mich funktioniert es so ganz gut. Also so sehen meine Nägel jetzt aus. Ich habe die jetzt einigermaßen fertig gefaltet. Die sind immer noch nicht genau auf der gleichen Länge. Aber ich werde es jetzt einfach so lassen, denke ich. Und als nächstes werde ich halt meine Nagelhaut zurückschieben. Dazu benutze ich mal diesen Nagelhautentfernerstift. Der ist von Alverde und ich habe den wirklich schon ewig. Aber ich finde, es ist einfach der beste. Ich hatte mal den von Ebelin ausprobiert. Aber ich finde, der hier ist einfach viel, viel besser. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie der funktioniert. Zuerst müsst ihr diese Seite hier nehmen. Da ist halt so ein kleiner Stift drauf. Und damit feuchtet ihr sozusagen die Nagelhaut halt an. Das machen wir jetzt erstmal bei jedem Finger. Das lasst ihr dann ganz kurz einwirken und dann nehmt ihr die andere Seite, also diese hier. Und damit schiebt ihr dann eure Nagelhaut einfach so zurück. Also nicht so, dass es wehtut, sondern einfach nur so, dass es wieder ein bisschen schöner aussieht. Ich zeige euch das jetzt einfach hier mal ein bisschen näher. Und zwar probiere ich das dann immer so weit, wie es halt geht, zurückzuschieben. Aber nicht so, dass es wehtut, weil ich finde es dann immer ziemlich unangenehm. Und ich würde sagen, bei dem Nagel ist es so auch schon okay. Ich mache das jetzt noch bei meinen anderen. Ich finde, der Nagel sieht einfach viel schöner aus, wenn man ab und zu die Nagelhaut zurückschiebt, weil das sieht dann irgendwie gepflegter aus und kann dann auch besser den Nagellack auftragen, habe ich das Gefühl. Aber ja, also ich finde es angenehm und ich mache das eigentlich auch jedes Mal, nachdem ich meinen alten Nagellack abmache. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, jede Woche zu machen, aber so alle 3 Wochen oder jeden Monat einmal ist schon sinnvoll, die Nagelhaut mal zurückzuschieben. Also ich hatte schon mal diesen Nagelpflegestift hier ausprobiert, aber das hat bei mir irgendwie voll wehgetan, weil da ist nur so eine Spitze drin, also ohne dieses, was man da am Anfang auf die Nagelhaut drauf macht und das war wirklich nicht so gut. Also ich kann euch wirklich den von Alverde viel, viel mehr empfehlen. Die beiden sind aber von DM und ich schreibe euch hier mal hin, wie viel die kosten. Ich glaube, der ist auch gar nicht so teuer und ich habe den jetzt wirklich schon ewig, also das hält auch voll lange. So, jetzt kommt meine Nagellackkiste zum Einsatz. Und zwar habe ich da meinen ganzen Nagellack drin und ich habe den hier jetzt schon rausgesucht. Also ich benutze einmal im Monat immer dieses Nagellacköl, Nagelöl, nicht Nagellacköl, wow.
Weil das ist halt auch für die Nagelhaut und das macht die halt ein bisschen weicher, also dass da nicht so Fetzen abstehen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr. Aber das hier hat mir auf jeden Fall voll geholfen, weil früher hatte ich das richtig, richtig stark. Und das beugt auch Entzündungen vor, also mir hat das total geholfen. Das hatte ich mal in meinem Essie-Adventskalender, aber ich glaube, man kann es auch in DM kaufen. Ich blende euch hier mal ein Foto ein, wie das in DM aussieht, weil ich glaube, das ist noch größer. Ich habe jetzt hier nur so ein kleines. Und ich habe schon ein komplettes aufgebraucht, also das ist jetzt wieder ein neues, weil ich hatte den Essie-Adventskalender 2 Jahre hintereinander und 2 Mal war das halt drin. So, wir machen das jetzt mal auf und ich zeige euch, wie ich das hier benutze. Also das ist so ein orangenes Öl einfach. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn man das anders benutzt. Aber ich trage das immer hier so um den Nagel rum auf. Ich glaube, man kann es auch so machen, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Und dann lasse ich das halt eintrocknen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Also ich kann euch das wirklich total empfehlen. Es riecht auch voll gut und ich liebe es einfach. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen einwirken lassen. Ihr müsst einfach gucken, wie dick ihr das aufgetragen habt, je nachdem. Aber bei mir ist es jetzt eingezogen. Jetzt werde ich auch weitermachen mit dem Nagellack, den ich immer auftrage. Ich habe meine Nägel halt fast immer die ganze Zeit lackiert. Ich werde die heute aber nicht farbig lackieren, sondern einfach nur einen durchsichtigen Nagellack drauf machen. Das hat einfach den Grund, weil ich habe das Gefühl, dass meine Nägel viel stabiler sind, wenn die lackiert sind. Deshalb habe ich immer mindestens einen durchsichtigen Nagellack drauf. Also ich habe mehrere durchsichtige Nagellacke. Aber diese beiden hier sind einfach meine Favoriten. Also der heißt Gel Setter und der heißt Speed Setter. Ja, sorry für meine Aussprache. Die sind auf jeden Fall auch beide von Essie. Und ich finde den hier, glaube ich, sogar noch ein Stückchen besser. Ich glaube, der ist auch neuer. Früher habe ich immer den hier benutzt, aber seitdem ich den hier entdeckt habe, benutze ich eigentlich fast immer den hier. Den gibt es auch ganz einfach in DM zu kaufen. Ich blende euch hier mal ein, wie viel der kostet. Ich weiß, Essie-Nagellacke sind leider immer etwas überteuert, aber ich finde, die lohnen sich definitiv. Und ich hatte auch den Adventskalender halt, wie gesagt, 2 Jahre in Folge. Und ich liebe einfach die Nagellacke. Die haben so eine gute Qualität. Und ja, also ich würde sagen, ich nehme jetzt heute mal den hier. Und davon trage ich jetzt einfach eine Schicht auf jeden Nagel auf, weil eine Schicht reicht, wenn ich da keine Farbe drauf mache. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal aus dieser Perspektive, weil ich glaube, da könnt ihr das halt besser erkennen. Und ich fange jetzt einfach an, den Nagellack aufzutragen. Jetzt kommt mein Nageltrockner zum Einsatz. Also ich habe hier einfach so einen pinken. Ich muss den gleich noch in die Steckdose reinstecken, aber der ist auf jeden Fall von Amazon. Ich verlinke den euch mal, wenn ich den noch finde, weil ich habe den mittlerweile schon seit 2 Jahren oder so. So sieht er halt aus, wenn der eingeschaltet ist. Und ich werde ihn jetzt mal hier hinstellen. Also ich habe jetzt gerade eben den Nagellack aufgetragen und jetzt tue ich meine Hände einfach da rein und ich lasse es auf 60 Sekunden, glaube ich. Also man kann es hier auch auf 120 stellen oder auf 30 Sekunden. Das Licht ist flackert, glaube ich, ein bisschen in der Kamera. Den Nageltrockner braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn ich mir nur so durchsichtigen Nagellack drauf mache. Aber wenn ich mir halt farbig die Nägel lackiere, dann bringt er bei mir schon was. Auch wenn der eigentlich, glaube ich, nur für Gel-Nagellack ist, der bringt bei mir richtig viel. Also bei diesem ganz normalen Essie-Nagellack, dann ist mein Nagellack schon viel trockener, wenn ich sauer ziehe. Natürlich noch nicht komplett trocken, aber das geht dann auf jeden Fall schneller, das Nägellackieren, weil viele sagen immer, das bringt doch gar nichts. Aber bei mir bringt es auf jeden Fall was, auch wenn es nur ganz normaler Nagellack ist. Ich glaube, das muss so jeder selber ausprobieren, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen und es geht viel, viel schneller, seit ich den Nageltrockner habe. Und ich kann mir das auch gar nicht mehr ohne den vorstellen, weil ich finde, dann trocknet der Nagellack auch irgendwie gleichmäßiger. So, der ist jetzt fertig, der Nageltrockner. Und wir gucken jetzt mal, wie trocken der Nagellack ist. Also ich fasse da jetzt mal drauf. Oha. Okay, der ist komplett trocken. Ich glaube, es ist, weil ich nur so eine dünne Schicht genommen habe. Leute, der ist trocken. Also ich finde, es bringt was. Keine Ahnung. Ist ja eigentlich nur für Gel-Nagellack, aber bei mir bringt es was und ich lieb's. So, ich bin jetzt fertig mit meinen beiden Händen. Ich weiß, die Hand ist kürzer. Ich habe schon voll oft gesagt, aber ist mir jetzt egal. Ich finde die Hand eh schöner, weil meine linke Hand ist immer schöner. Wirklich immer, auch wenn ich Nagellack drauf mache. Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich auch nochmal eine Nagellackroutine machen, weil das war jetzt nur eine Nagelroutine, wie ich die halt pflege. Und ich werde euch jetzt noch ein paar Tipps geben, die mir halt geholfen haben, meine Nägel so wachsen zu lassen, dass sie halt auch so fest sind und nicht brechen, weil die sind wirklich sehr, sehr hart. Ich gebe euch jetzt noch 3 Tipps, wie ihr eure Nägel so schön lang wachsen lassen könnt, ohne dass sie halt brüchig werden. Und zwar mein erster Tipp, das hört sich jetzt richtig dumm an, aber es ist jeden Tag einen Apfel zu essen, weil irgendwie da ist so Magnesium in dem Apfel oder so Vitamine und dadurch wachsen die Nägel halt schneller. Ich habe das sogar mal im Internet gelesen und ich habe es ausprobiert und es hat mir damals so, so doll geholfen. Ich blende euch hier mal Bilder ein, wie meine Nägel halt vor
ein oder zwei Jahren aussahen, weil ich habe mir früher meine Nägel gekaut und zwar richtig, richtig extrem. Also die waren so kurz, ich glaube, ich habe jetzt kein Bild mehr, wo die so richtig kurz waren, aber die waren auf jeden Fall extrem kurz und ich konnte nicht aufhören, Nägel zu kauen, bis ich in der 8. oder 7. Klasse war. Dann habe ich mir aber so Fake-Nägel auf meine Nägel geklebt, weil ich wollte endlich mal schöne Nägel haben, weil meine Nägel sahen wirklich so hässlich aus. Und dann habe ich die halt nicht mehr gekaut, als da die Fake-Nägel drauf waren. Die hatte ich ungefähr ein oder zwei Wochen drauf. Die habe ich auch mit so ganz normalem Kleber drauf geklebt. Also das hat meine Nägel jetzt nicht irgendwie geschadet oder so. Und dadurch sind meine Nägel irgendwie so doll gewachsen und wurden fester. Und dann hatte ich schon mal so einen Anfang gemacht. Und dann wollte ich einfach meine Nägel nicht mehr kauen. Also ich habe mich dann so wirklich so dagegen entschieden, meine Nägel zu kauen. Keine Ahnung. Wow. Also ich habe mich dann wirklich so dagegen in meinem Kopf entschieden, meine Nägel zu kauen. Und das hat mir damals halt am allermeisten geholfen, also das mit den Fake-Nägeln. Aber das war jetzt nicht wirklich so ein Tipp, also das wollte ich nur mal so gesagt haben. Dann mein zweiter Tipp ist halt, wie gesagt, die Nägel so zu pflegen mit Nagelöl und die Nagelhaut zurückzuschieben und auch meistens halt so durchsichtigen Nagellack oder so drauf zu haben, weil das hilft einfach total und die Nägel werden dadurch schon mal fester, habe ich so das Gefühl. Mein letzter Tipp ist, so einen Nagellack aufzutragen, also der die Nägel halt ein bisschen fester macht und dass sie halt dadurch auch schneller wachsen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich blende euch hier mal ein Foto von dem ein. Den habe ich aber nur eine ganz, ganz kurze Zeit benutzt und jetzt schon extrem lange nicht mehr, weil meine Nägel sind ja jetzt eigentlich fest. Also ich brauche den jetzt nicht mehr. Aber ich blende euch hier mal ein Foto ein. Ich glaube, der war auch relativ teuer, aber den gibt es auch in DM und Rossmann zu kaufen. Ich glaube, da habe ich den mal gesehen. Man kann den auch bei Amazon bestellen, aber der hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Deshalb kann ich euch den auch empfehlen. Vielleicht gibt es auch noch andere von denen, aber ich fand den jetzt so persönlich am besten. Ich habe den auch ausprobiert halt. So, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte mit den Tipps. Ich kann gerne nochmal ein extra Video dazu machen, wie ich mit dem Nägelkauen aufgehört habe. Also so mit ganz ausführlichen Tipps, was mir gar nicht geholfen hat, was mir geholfen hat. Und ich kann auch nochmal eine Nagellack-Routine machen, wo ich dann mit euch meine Nägel zusammen lackiere. Also wo ich das auch alles so ausführlich erkläre. Das mache ich aber auch meistens in meinen TikToks. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da mache ich das eigentlich immer, wenn ich meine Nägel neu mache. Ja, auf YouTube habe ich es noch nie gemacht, nur vielleicht mal in einem Vlog erwähnt. Und ich werde es am Ende von dem Video auch noch jemanden grüßen, weil ich habe das die letzten paar Mal vergessen. Es tut mir leid, aber ich habe mir schon einen Kommentar rausgesucht, den ich jetzt grüßen werde. Also ich blende euch den Kommentar jetzt mal hier irgendwo ein, mal schauen wo. Und zwar grüße ich diesmal die liebe Nele, die hat mir diesen süßen Kommentar geschrieben. Und ich freue mich wirklich immer über jeden einzelnen süßen Kommentar, den ihr mir schreibt. Das ist so cute einfach. Und ich grüße dich halt hiermit. Cringe. Egal. Auf jeden Fall ist das Video jetzt an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe mir viel Mühe gegeben und ich habe heute mal wieder mit der großen Kamera gefilmt. Deshalb hoffe ich, dass der Ton nicht so komisch ist. Ihr könnt ja mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Ton so findet. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Schreibt mir gerne noch Videowünsche in die Kommentare. Bye. Put your head on my